Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine kleine Service-Möglichkeit, sich bei der Bundesnetzagentur zu informieren. Zum Beispiel, wie viele Netzbetreiber es überhaupt in Deutschland gibt oder wie viele andere Marktakteure so aktiv sind. Eine Gesamtliste von sich angemeldeten Stromlieferanten, Gaslieferanten kann man sich schön anzeigen lassen. Nur wo kann man das denn? Das sind so typische Fragen, die mich immer mal ereilen und das möchte ich hier gerne euch mal zeigen. Dafür gehen wir auf eine gewisse Unterseite der Bundesnetzagentur aus dem Bereich des Monitoring. Ihr wisst ja auch, die BNetzA veröffentlicht jedes Jahr den Monitoringbericht für den Energiemarkt, also für den Stromnetzmarkt und den Gasnetzmarkt und so weiter und so fort. Und aus diesem ganzen Kontext heraus sind ja alle Marktteilnehmer verpflichtet, sich bei der Bundesnetzagentur anzumelden, um überhaupt teilnehmen zu dürfen im Rahmen der Netzbetreiber oder sich anzumelden, hey, ich bin jetzt aktiv im Rahmen der Versorger. Die sind also nur anzeigepflichtig. Und diese Unternehmen müssen dann eben auch regelmäßig mal Informationen über ihre Tätigkeit an die Aufsichtsbehörde Bundesnetzagentur schicken, damit wir an dieser zentralen Stelle einen Gesamtüberblick haben über, naja, das, was im Markt so passiert. Und da heraus kommt natürlich auch dann so eine gewisse Servicefähigkeit der BNetzA, uns mitzugeben, na, wer ist denn überhaupt so aktiv? Da gibt es eben zum Beispiel die Seite Übersicht Strom- und Gasnetzbetreiber. Wenn ihr mal irgendwann nicht mehr diesen Link kennt, na, ihr könnt im Zweifel immer über die Suchfunktion gehen und dort einfach mal sowas eingeben wie Stromnetzbetreiber oder Netzbetreiber und dann findet ihr im Zweifel 20 Ergebnisse, vielleicht auch 20 Seiten mit jeweils 20 Ergebnissen, aber irgendwann kommt eben auch auf dieses Ergebnis. Und dann gibt es schon mal so interessante Hinweise wie, nee, Sie finden alle Netzbetreiber im Marktstammdatenregister. Natürlich finden wir die dort, da gehen wir auch gleich noch genauer hin. Aber ansonsten ist auch hier nochmal der Hinweis, ne, Energieversorgungsunternehmen, also die Lieferanten, die Versorger, die in Deutschland Haushaltskunden beliefern wollen, die müssen sich eben auch bei der Bundesnetzagentur melden. Und die angezeigten Lieferanten finden sich dann eben auch hier auf einer weiteren verlinkten Seite. Und auf die gehen wir dann auch gleich nochmal ein. Aber ne, eine Gesamtübersicht aller Lieferanten, die also auch nicht nur Haushaltskunden oder die eben dann genau nicht Haushaltskunden beliefern, das wird nicht veröffentlicht von der Bundesnetzagentur. Dafür gibt es auch keine so richtig offizielle Gesamtliste. Ne? Manche Webseiten hosten sowas, haben sowas wie Gesamtlisten von Versorgern. Aber es gibt jetzt keine, ich sag mal, behördliche, offizielle veröffentlichte Liste davon sowas. Nee, zumindest von allen Haushaltskundenbelieferern haben wir die aber hier gleich. Ne? Gleich dazu mehr. Erstmal, wie gesagt, das Marktstammdatenregister. Wir haben das auch, glaube ich, schon mal in einem Video behandelt. Im Großen und Ganzen, entweder sucht man sich dort die Anlagen raus, die man sich anschauen will. Ne? Also es gibt öffentliche Informationen über alle Erzeugungsanlagen im Register. Das kann man sich anschauen, ne? Unter Einheiten oder eben Marktakteure und dann öffentliche Marktakteursübersicht und dann eben ein Filter. In diesem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel den Filter Marktrolle entspricht Anschlussnetzbetreiber, Stromnetzbetreiber. Das würde dann also mit noch dem Filter Tätigkeitsstatus entspricht aktiv herausgeben, wer jetzt gerade aktiver Stromnetzbetreiber in Deutschland ist. Ich klicke also einmal auf hier Liste laden und kann dann hier schon mal sehen, alles klar, hier sind Netzbetreiber, offensichtlich. Ne? Marktfunktion Stromnetzbetreiber, Marktrolle, Anschlussnetzbetreiber, Bilanzkoordinator, Bilanzkreisverantwortlicher, Messstellenbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, weil das in diesem Fall ja 50 Hertz war. Und ein anderer wie hier Abita Otterberg ist nur Anschlussnetzbetreiber. Alles klar. Da kann man also ein bisschen scrollen. Man sieht dann ja auch, ne, manche Anschlussnetzbetreiber sind auch Bilanzkreisverantwortlicher. Das hat vor allem natürlich den Hintergrund, dass es ja so Sonderbilanzkreise gibt für zum Beispiel EEG-Mengen, für Redispatch-Mengen und so weiter, die dann eben auch von Netzbetreibern betrieben werden. Das ist also in dieser Hinsicht zu sehen. Typischerweise sind ja Bilanzkreisverantwortliche eher im Erzeugungs- und Versorgungsbereich aktiv, aber auch viele Netze haben Sonderbilanzkreise. Wenn ich es jedenfalls aber hier gefiltert habe nach Anschlussnetzbetreiber, Stromnetzbetreiber und dann hier unten sehe ich habe, oh halt, das seht ihr jetzt natürlich nicht, sondern jetzt, hier unten ist dann eine Gesamtanzahl von 886, dann weiß ich, dass wir in Deutschland im Marktstammdatenregister, wo sich alle Stromnetzbetreiber melden müssen, offiziell 886 Stromnetzbetreiber aktiv haben, ne, mit der Tätigkeitsstatus aktiv. Das ist also schon mal,
ein guter Hinweis darauf, dass wir aktuell genau diese Menge hier im Markt haben. Wenn ich das natürlich aber vielleicht auch nochmal Gas mir genauer anschauen will, na, kann man hier auf diesen Filter also gehen. Anschlussnetzbetreiber, Stromnetzbetreiber hatte ich hier. Dann würde ich das also nochmal scrollen und schauen. Anschlussnetzbetreiber, Gasnetzbetreiber. So, wichtig. Ich kann natürlich nicht beide Filter unbedingt aktiv lassen. Wenn ich das jetzt mache, neu laden, dann kommt hier. Doch, dann kommt eine Gesamtliste raus. Das ist ja cool. Ach ja, hier deswegen, wegen oder. Wegen oder. Dann kommt natürlich eine Gesamtliste raus. Alles klar, dann ist das in Ordnung. Jetzt nehme ich aber mal Strom raus. Wieder Filter übernehmen. Und dann haben wir hier eine Gesamtanzahl von 715. Gasnetzbetreibern. Alles klar, schon habe ich hier eine Info. Naja, und hier oben steht es ja auch, ne? Tabelle exportieren, CSV. So kann ich mir, wenn ich das in irgendeiner Form brauchen sollte, also eine Gesamtliste aller Netzbetreiber einmal runterladen. Wenn ich dann für einzelne Netzbetreiber nochmal weitere Informationen haben möchte, ne, da ist ja hier das Auge zu sehen, klicke ich einfach mal auf diese Zeile und habe dann eine gewisse Übersicht über die, naja, Netzbetreiberinformationen. Seit wann sind die hier aktiv? Was ist deren Nummer, Adresse, weitere Kontaktdaten und dann unter den ergänzenden Daten, mehr so, naja, Umsatzsteuer-ID, das ist also für Marktpartner, die mit denen zu tun haben, interessant. Aber vor allem dann hinten die Netzdaten auch nochmal, ist es ein geschlossenes Verteilernetz, haben die mehr als 100.000 Kunden etc. Also hier haben wir ganz, ganz viele Informationen nochmal, die vielleicht für Analysen interessant sein könnten, wenn wir wissen wollen, ob jemand selbst, genau, wenn man sich nicht nur den Netzbetreiber anschaut, sondern vielleicht auch die Versorger, kann man sich auch anschauen. Ne, das würde dann hier stehen, sind die Haushaltskundenversorger oder eben nicht? Sind die selbst Bilanzkreisverantwortlicher oder eben nicht? Oder wer ist deren Bilanzkreisverantwortlicher? Das ist dann hier immer sehr, sehr schön in dieser Marktakteursübersicht anschaubar. Gesprungen jedenfalls sind wir ja von dieser Übersicht Strom- und Gasnetzbetreiber. Ne? Hier Marktstammdatenregister ist verlinkt. Diese Seite hier werde ich euch auch in der Videobeschreibung natürlich platzieren. Wir haben ja dann, ne, eine Übersicht der angezeigten Lieferanten, finden Sie unter hier, Lieferantenanzeige. Das ist hier dann unter dieser großen Überschrift der An- und Abmeldung als Lieferant auch bei der Bundesnetzagentur zu finden. Die Seite heißt dann Lieferantenanzeige. So, was haben wir hier? Alle Versorger, die Haushaltskunden versorgen, die über das öffentliche Netz versorgen, müssen hier gemeldet werden. Ausgenommen sind innerhalb einer Kundenanlage, innerhalb eines geschlossenen Netzes und über nicht auf Dauer angelegte Leitungen aktive Versorger. Das ist also für uns nicht so relevant, wenn wir über die öffentliche leitungsgebundene Versorgung sprechen wollen. Dann ist hier nochmal das Formular, wenn man das also selbst irgendwie melden will. Aber hier unten haben wir dann PDF, PDF, PDF. Hier wird es dann interessant. Elektrizitätslieferanten, Gaslieferanten. Hier sind also wirklich dann PDFs mit x Seiten mit dann hunderten Teilnehmern. Alles klar, gucken wir gleich rein. Aber dann hier eben auch die Beendigungsanzeigen. Und das ist jetzt gerade in unserer Energiepreiskrise natürlich nicht uninteressant. Wenn wir hier drauf klicken, kommen wir auf ein entsprechendes PDF, in welchem dann angegeben wird, welche Versorger in der aktuellen Zeit, ne, hier seit August 22 gemeldet haben, dass sie ihre Versorgungstätigkeit beenden werden. Dabei ist in der letzten Spalte auch nochmal der Hinweis, sind die selbst Grundversorger oder nicht? Und dann können wir so schauen, ne? Die ersten, nein, nein, aber dann ja. Und wir haben auch hier ein Video auf dem Kanal gemacht, ich glaube das letzte hieß dann, es sind ja schon 5 Grundversorger dabei, ihre Beendigung zu melden. So hieß das ungefähr. Da habe ich ja auch über Ortenau und Co. gesprochen. Ne? Hier werden auch Schutterwald und Enro. Und hier ist es also wirklich eine vollständige Liste der jetzt aktuell bekannten Versorger und auch Grundversorger, die ihre Tätigkeit einstellen. Warum die das tun, ist hier natürlich nicht unmittelbar rauszulesen, aber das kann man dann auch mit einer kurzen Recherche über den Namen, findet man die Webseite oder Presseartikel, kann man sich das ja dann auch anschauen. Jetzt hatte ich hier ansonsten ja die Liste der Gesamtlieferanten. Ne? Wenn ich da jetzt also drauf gehe, habe ich hier tatsächlich zum Beispiel 26 Seiten A4 Tabelle mit Versorgern. Hier sind jetzt also wirklich alle gemeldeten Haushaltskunden Energieversorger
in Deutschland. 26 Seiten mit jeweils einer ganzen Menge Zeilen. Das ist es schlussendlich. Jetzt kann man hier natürlich auch einfach mit einer Suchfunktion reingehen und sich das genau anschauen. Wer mit PDF-Dateien weiterarbeiten kann, mit seiner Software, der kann das natürlich dann auch in eine Excel einfach umformen und auf dieser Grundlage dann anfangen, irgendwelche Analysen zu fahren oder mit der Liste irgendwas zu machen, vielleicht Vertrieb, Dienstleistungsvertrieb anzugehen oder sowas. Ne? Das lässt sich dann mit so einer Liste natürlich auch schön angehen, ne? Fürs eigene CRM vielleicht. Und ja, im Zweifel sucht man dann aber natürlich nach dem Begriff, der einen hier interessieren könnte, weil hier ja auch die Orte des Sitzes drin sind und ansonsten natürlich auch die Firmierungsbezeichnung. Könnte man eben zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen will, wer in Gera der Versorger ist, könnte ich hier einfach nach Gera suchen und finde, also das hier Gerau, die meine ich natürlich nicht. Müsste ich nicht die Energieversorgung? Doch, so. Kreiz. Warum ist denn hier nicht die Energieversorgung Gera gemeldet? Was ist denn jetzt hier los? Die sind doch Stromversorger. Da ist auch direkt mein Hund irritiert von und möchte mir zur Hilfe kommen, was denn hier los ist. Ja, okay, schlechtes Beispiel. Machen wir mal was anderes. Nehmen wir mal Jena. Oder funktioniert jetzt hier einfach nur nicht die PDF-Suche? Das kann doch nicht wahr sein. In Zweifel suche ich jetzt mal kurz hier manuell. Stadtwerke. GHK. Die stehen hier nicht. Warum stehen die denn hier nicht? Liste der angezeigten Energielieferanten, die ja nun mal tätig sind. Wir vom öffentlichen Netz, das machen die doch. Das ist ja komisch. Achso, Energieversorgungsunternehmen, die bereits vor dem 13. Juli 2005 Haushaltskunden beliefert haben, können eine freiwillige Lieferantenanzeige einreichen, um in die Listen aufgenommen zu werden. Das haben die nicht gemacht. Das ist ja frech. Deswegen finde ich die ja nicht. Alles klar. Vielleicht habe ich dann doch keinen Fehler gemacht. Witzig. Okay, das war das. Auch noch nicht uninteressant. Es gibt ja dann hier auch bei der Bundesnetzagentur aus dem Verbraucherportal Energieverträge, Grundversorgung, dann nochmal eine Übersicht Netzbetreiber. Und dort nämlich den interessanten Hinweis, ne, welches Unternehmen in Ihrem Wohnort Netzbetreiber ist, das weiß Ihr Energielieferant. Suchen Sie also Ihren Energielieferanten. Dann komme ich wieder auf die Seite mit den Energielieferanten, wo wir dann wieder auf die PDF kommen, auf der wir gerade schon waren. Also die Querverweise auf der Bundesnetzagentur-Seite sind immer wieder sehr, sehr witzig. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, hier direkt dann abzuspringen auf die BDEW-Code-Seite oder die DVGW-Code-Seite. Das heißt, die Bundesnetzagentur hat hier nicht nochmal eine weitere PDF-Liste oder ähnliches, sondern hat einerseits im Marktstammlandregister die Liste, in der wir vorhin schon waren, und verweist ansonsten auf die Branchenverbände, die ihre öffentlichen Code-Suchen hier anbieten. Und jetzt gehe ich den Weg nochmal. Ich gebe jetzt hier Gera ein und Überraschung, Energieversorgung, Gera, Gera Netz, hier sind sie. Die haben sich also auf der anderen Liste nur versteckt. Die haben ihre freiwillige Meldung nie durchgeführt. Vielleicht guckt das ja einer aus Gera, ein paar von euch kenne ich ja auch persönlich. Meldet euch doch mal da an. Was soll das denn? Genauso Jena, also hallo. Diese Seite ist übrigens auch nicht uninteressant. Diese Codenummernsuche, wenn man eben weiter recherchieren will, das habe ich ja vorhin schon mal als Eingangs Info mitgemeldet. Hier sind Recherchen möglich. Und neben der Bundesnetzagentur mit dem Marktschaumnachregister ist dann diese BDW-Codenummernsuche super interessant, weil ich hinter diesen Marktteilnehmern dann auch aufklappen kann, was die denn machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadtwerke Jena Netze aufklappe, hier, dann sehe ich, ne, die sind als Netzbetreiber, als Messstellenbetreiber tätig, nicht überraschend. Netznutzer, Subbilanzkreisverantwortlicher, ne, wie EEG, Sonderbilanzkreise. Als Lieferant, wiederum im Kontext EEG wahrscheinlich, und als Einsatzverantwortlicher im Kontext Redispatch. Alles klar. Dann die Stadtwerke selbst, Stadtwerke Jena, Lieferant,
Bilanzkreisverantwortlicher, Messsteinbetreiber, also auch als wettbewerbssicher, nicht uninteressant, technischer Ressourcenbetreiber, ne, Anlagenbetreiber selbst und Energieserviceanbieter. Die sind also auch zum Beispiel selbst in dieser neuen Marktrolle des ESA, des Energieserviceanbieters, unterwegs. Das findet man dann hier direkt raus. Okay, und man findet noch drei weitere Unternehmen, die sind auch allesamt Eigenbetriebe der Stadt Jena. Ja, was machen die denn? Einsatzverantwortlicher, technischer Ressourcenbetreiber, Einsatzverantwortlicher und nochmal technischen Ressourcenbetreiber. Die haben also eigene Anlagen, die hier auch in irgendeiner Form aktiv mit vermarktet werden, die im Redispatch betroffen sind und deswegen auch hier aufgeführt werden mussten. Und schon habe ich eine gute Grundlage, um jetzt, wenn ich mich mit der Stadt Jena beschäftigen möchte, hier eine Marktübersicht zu haben über die zumindest Eigenbetriebe im Kontext des Stadtwerkes und Co. So kann man natürlich noch weitermachen. Auch hier nur als Tipp, wenn man statt so einer Ortsbezeichnung oder auch statt der Nummer, die ich ja vielleicht im Marktstammdatenregister herausgefunden habe, was anderes eingeben, nämlich Einsatz, nicht Einsatzverantwortlich, sondern Energieserviceanbieter. Wenn ich die Marktrolle ausschreibe, wird geladen, finde ich auch alle, die aktuell in dieser Rolle tätig sind. Na, dann steht hier 49 Angezeigte. Und das liegt nämlich daran, dass ja hier, ne, nehmen wir mal ein anderes Stadtwerk, dass er hier in dieser Spalte Marktfunktion dieses Wort steht. Und wenn ich dieses Wort ausgeschrieben hier also oben suche, wird diese Spalte jeweils auch durchsucht und das Ergebnis wird mir angezeigt. Und schon weiß ich, wer ist aktuell Energieserviceanbieter. Wer das schon mal vor ein paar Monaten gemacht hat, wird sehen, dass wir jetzt mit knapp 50 Marktteilnehmern in dieser Rolle durchaus schon ein bisschen weitergekommen sind. Das waren vor ein paar Wochen, Monaten noch die Hälfte vielleicht davon. Also auf so eine Art und Weise kann man sich eigentlich sehr schöne Recherchen rund um den Markt, rund um die Netzbetreiber, die Lieferanten, die anderen Marktrollen nach und nach erschließen und damit dann ein Gesamtgefühl dafür kriegen, was so in der deutschen Energiewirtschaft los ist. Ja, das einfach mal nur so als Service-Video, wo ich diese interessanten Quellen zur Verfügung stellen werde, auch unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr direkt loslegen wollt, klickt einfach mal unten rein und guckt euch zum Beispiel die Versorger, die Netzbetreiber, die anderen Marktrollen in eurer Gegend an. Alles klar. Habt ihr ansonsten Fragen, Anmerkungen und Ähnliches dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, wir sehen uns zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.